Hallo, ich bin Florin Kienbaum und ich erzähle euch jetzt etwas über mich. Ich bin 23 und habe Sport- und Eventmanagement studiert mit Schwerpunkt Pferdemanagement. Wenn ich mir was vornehme, dann möchte ich das auch auf jeden Fall erreichen, aber ich sage das jetzt nicht irgendwie in der Öffentlichkeit laut, weil das ist mir unangenehm, wenn es dann nicht klappt, dass die Leute dann sagen, ja, hat sie aber laut gesagt, dass sie das unbedingt erreichen möchte und es dann nicht geklappt hat. Wenn ich mit meinem Vater spiele und mit Ferdi zusammen, weiß ich ja, dass Papa sowieso besser ist, weil er das schon länger kann. Aber mit Ferdi habe ich dann einen kleinen Konkurrenzkampf. Seine Eltern haben uns zu einem Golfurlaub eingeladen und da haben wir dann die Platzreife gemacht. Und seitdem sind wir irgendwie total begeistert davon, mal was anderes als Pferde zu sehen. Und mein Papa hat sich darüber mega gefreut, weil er auch total gerne Golf spielt und wir jetzt mal am Wochenende auch was anderes zusammen machen können, außer Pferde und Turniere. Für mich finde ich das auch gut, jetzt was Neues zu lernen und daran zu arbeiten. Dann hat man wieder neue Aufgaben und kann sich verbessern. Auch wenn es mal nicht so gut klappt, dann ärgere ich mich, weil ich gerne gut bin und ein bisschen perfektionistisch auch manchmal. Und daran kann ich auch für mich viel lernen. Also den Abschlag kann ich jetzt gut, aber die Weite, die ist noch nicht so gegeben. Mal dann die Natur auch genießen, auch wenn das bei den Pferden natürlich auch viel Natur ist, aber auch mal was anderes sehen. Ich finde es super schön hier. Also Münster ist ja auch eine ganz tolle Stadt und hier Techte ist ganz ruhig und ist super schön. Ich bin jetzt seit einem Jahr knapp hier und das wirklich alles alleine zu organisieren, also Ferdi hilft mir total viel, aber das war wirklich was ganz Besonderes und ich habe am Anfang natürlich auch an mir gezweifelt, ob ich das auch schaffe, ohne viel Hilfe, aber meine Eltern stehen ja auch immer hinter mir und organisieren auch ganz viel drumherum. Und mein Trainer und halt Ferdi, mein Freund, das klappt jetzt echt super. Und ich bin auch stolz darauf, wie es hier ist. Und die Pferde sind glücklich und super. Die freuen sich jeden Morgen, wenn ich komme, weil sie auch Hunger haben natürlich. Aber es ist halt jeden Tag was Neues und ich liebe das, mit denen zu arbeiten und auch zu spielen und zu kuscheln. Das sind einfach gute Freunde für mich. Jetzt habe ich euch etwas über mich erzählt und beim nächsten Mal erzähle ich euch etwas über eines meiner Lieblingspferde, Dr. Chivago.